Da wird die Wahrheit digitaler Erinnerung hinterfragt, woanders tauchen beschriftete Folien eines Overhead-Projektors ab in einem verspiegelten Gedächtnistrichter, auf einem mit Tusche bemalten Super-8-Film verschwindet das Filmsujet unter hektisch bewegtem Krakel als Versuch, mit sich selbst zu sprechen, bezeichnet Gormakarjan seine nachdenklich-poetische Rauminstallation. Eigene und gefundene Filmsequenzen lässt er von Spiegeln reflektieren, die frei von der Decke schwingen. Die Spiegelbilder setzen das vorhandene Material ständig neu zusammen und bewegen sich wie Gedankenfetzen durch den abgedunkelten Raum. Eine creative Mischung aus digitalen und analogen Aufnahmen, untertitelt MIT Zitaten aus einem Film Andrei Tarkovskis, zeigen Eugenia Bakurin und Laura Carlotta Cort in ihrem Video. Nicht minder persönlich sind die Erinnerungsspuren, die der Chinese Nai Weitian legt. Großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien von Landschaften, Häusern und Objekten seiner Kindheit hat er so aufgehängt, dass man wie in einem Buch darin blättern kann. Familienfotos aus fremden Nachlässen sind das bevorzugte Material von Stina Kurzhöfer. In einem Diakarussell präsentiert sie alte, teilweise von Schimmel befallene Aufnahmen, die jeweils 30 Sekunden zu sehen sind, während über Kopfhörer eine knappe Geschichte dazu erzählt wird. Wilder Tanz auf dem Wäschetrockner. Bei dem kinetischen Objekt von Achim Kirsch geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Aus einem liegenden Wäschetrockner ragt eine Fantasiefigur, die aus persönlichen Wäschestücken genäht ist. Mit ihren krakenartigen Armen vollführt sie einen wilden Tanz, sobald sich die Trommel in Bewegung setzt. Das künstlerische Augenzwinkern tut der Ausstellung gut. On Space, Elitstraße 10, Kiel Garden. Eröffnung Donnerstag 20 Uhr. Performance ab 22 Uhr. Bis 16. September. Dai, Mi, Du, So 15 bis 18 Uhr.